Oh Gott. Ups. Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Na, nee, nicht so ganz, glaube ich. Bis jetzt habe ich da nicht so viel Spaß. Also ich schon, aber die ganzen Leute wohl nicht. Es war so schrecklich. Es war... Kapitel 4, keine Panik. Ich weiß nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Aha, das, ja. Was euch attackiert hat. Sie kann doch gut zeichnen, Mensch. Komm, hau raus. Nick. Hey, Kumpel. Was ist denn nur passiert? Ein Tier griff uns an. Wo ist Abby? Er ist voll daneben, Mann. Sag uns nur, was passiert ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Da war so ein Kerl und noch so eine Art Tier. Was verdammt? Was für ein Scheißtier macht denn sowas? Der Wolpertinger. Hab ich denn? Ist Abby? Ja, hey, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Klauen und Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich krass übel. Ja, echt krass übel. Desinfiziert. Oh mein Gott. Druck ausüben. Ja, komm. Das blutet, oder? Sorry, Mann, sorry. Oh Mann, oh Mann. Ja, der ist infiziert, deswegen hat der andere sich die Finger schon weggeballert. Okay. Ist okay. Tut das weh. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Ja, okay. Frustriert oder abweisend? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich hat er schon recht, ne? Wenn das so eine Infektion ist, wenn das jetzt schon schwarz wäre, wäre das eine Hardcore-Infektion. Oder das ist eine. Das müsste schon weg dann. Wieso? Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht. Dieses schwarze Zeug. Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Edding 3000. Ich erinnere mich kaum. Edding 3000 Power sogar. Das könnte vielleicht der Jacob sein. Wir rufen mal. Hey! Ich hab eine Knarre und kann damit umgehen. Glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. Wir schießen jetzt nicht. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab. Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Da raschelt's. Was ist das? Einfach mal reinrotzen, hey. Da. Okay. Du sagtest, Lodge. Bist du blöde? Nichts wie weg von hier. Aber was ist mit Jacob und Emma, wenn sie kommen und uns nicht finden?
Einen Hinweis hinterlassen. Ja klar, einen Hinweis hinterlassen müssen wir auf jeden Fall. Aber wenn wir einen Hinweis hinterlassen, weiß halt vielleicht jemand anders nachher auch, wo wir hin sind, ne? Aber man, das ist wahrscheinlich eh klar, dass wir uns da irgendwo verstecken würden. Von dem her ist es egal mit dem Hinweis. Wir schreiben eine Nachricht. Sie können nachkommen. Später. Jetzt müssen wir uns erstmal um Nick und Abby kümmern. Nicks Bein ist total im Arsch. Wie sollen wir ihn den ganzen Weg zurückschaffen? Ich hab's. Dezent. Dezent am Arsch ist das Bein. Okay, dann los. Der halbe Nick ist schon verfault und verschimmelt. Und wird wahrscheinlich zum Zombie-Vampir-Werwolf-Ghoul. Oh nein. Scheiße, hab ich einen Jacob ins Gesicht geballert oder was? Oh mein Gott. Ja. Scheiße. Okay. Mal sehen, was der Abend bringt. Okay. Ja, aber wieso? Ein Rätsel für euch. Ah. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Doppelidiotin. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Mhm. Okay, Real Talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Oh Gott. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Intiker, Freunde. Nicht zum Baumhaus. Nein, nein. So, jetzt muss ich mal anmerken, ne? Dieser Jacob. Warum hockt der Spacken da im Gebüsch? Der weiß doch genau, wer gerade nach ihm gerufen hat, ne? So, hey, yo, ich bin bewaffnet. Warum bleibt der im Gebüsch hocken und lässt sich nachher von mir ins Gesicht schießen, der blöde Penner? Warum? Ich verstehe es nicht. Ein blöder Sack. Selber schuld, dass er krepiert ist. Was nicht schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich hab mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Was? Was ist los mit dir? Ach so. Ah, Das landet im See, oder was? Ui, die sind im See geschwommen. Ja gut, die Leiche war da auch am Rumschwimmen noch. Von dem her. Leiche und Fäkalien oder nur Leiche, das macht wahrscheinlich da dann keinen großen Unterschied mehr bei dem See. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. No shit. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Das wär's wohl dazu. Ja. Der Treffpunkt ist ein Punkt, an dem man sich trifft, um ein Treffen zu haben, das an einem Punkt stattfindet, wo man sich treffen kann. Also einen Treffpunkt. So. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder?
Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das Traurige ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Die Wahl liegt bei mir. Ja, die Frage ist, wir wissen, dass im Baumhaus wahrscheinlich so ein Viech hockt. Wir wissen aber auch nicht, was da hinten hocken kann. Was machen wir jetzt? Mensch. Wir müssen es so oder so nochmal spielen, weil ich will es vielleicht auch hinkriegen, dass irgendwann alle überleben, weil es ist anscheinend wie in Until Dawn wieder machbar, dass alle überleben. Das hätte ich schon gern mal, weil so wie es aussieht, kann der Jacob schon mal nicht mehr überleben. Und der gute Nick wird wahrscheinlich zu so einem Werwolf, whatever, Viech, vielleicht wieder, oder vielleicht auch was anderes, Wendigo oder Nachtkrab oder Gerstenhexe, nee, keine Ahnung, irgendwas aus The Witcher oder so, nee, ich weiß nicht, ich schätze mal, es sieht für mich schon ein bisschen werwolfig aus, wenn, aber auch nicht ganz werwolfig, keine Ahnung. Jetzt ist die Frage, was, gehen wir da hoch, gehen wir da nicht hoch, wollen wir, wir werden wahrscheinlich so hart verrecken, wenn wir da hochgehen, wenn das Vieh in dem Turm hockt, aber ich würde mir das Vieh auch gern angucken, aber ich will auch wissen, was da ist, das sieht gruseliger aus, wir gehen jetzt da lang. Ach, was soll's. Jetzt stecken wir sowieso mittendrin. Und zwar richtig. Weil wisst ihr nämlich was? Ich habe mich wirklich auf den nächsten Teil meines Lebens gefreut. Ich meine, der Sommer war toll, aber jetzt... Ich meine, kommt schon. Ich weiß, wenn ich das hier poste, wird Hackett's Quarry eine ferne Erinnerung sein. Ich weiß, es ist nur eine Nacht und man muss das Beste aus seinen Chancen machen und so weiter. Vielleicht will ich mich nur nicht mit dem Naheliegenden abgeben. Abby hält mich ja für selbstbewusst, aber eigentlich will ich verzweifelt in einer Welt klarkommen, in der jeder anders sein will. Mhm. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass sie die Wahrheit gesagt hat, die Gute, und mal nicht probiert hat, irgendwo irgendjemanden gegen jemanden auszuspielen oder in die Pfanne zu hauen. Ja, gibt's hier irgendwo was? Wenn mich jetzt wieder so ein Eichhörnchen attackt wie vorhin, du, dann ist vorbei. Ja, das ist hier nicht so nice. Ich sehe nichts, der Kopf von ihr ist total im Weg. Da kann ich auch rumleuchten, wie ich will. So, jetzt ist es ein Ticken besser. Was haben wir hier Schönes? Das ist irgendwie ganz nett. Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal im Sommer allein. Gefällt mir. Das verstärkt die ganze Jacob-Sache irgendwie. Er sollte mich ja eigentlich holen kommen, aber jetzt, wo ich allein bin, gefällt mir das gut. Sorry, Jacob. Wenn du das siehst, nimm's nicht persönlich. Geht da um mich. Ich glaube, wir sind cool, ja? Ja, wir sind cool. Ich glaube, der Jacob kommt nicht mehr. Weil da vielleicht vorhin jemand irgendwo einen Fehler gemacht hat. Ja... Aggressiv oder nachsinnend? Boah, die ist halt schon manchmal ein bisschen... Sie hat ja eigentlich auch... Ich weiß nicht. Wir sind nicht cool. Ja, komm. Eigentlich nicht. Wir sind nicht cool. Du hast mich auf dieser Scheißinsel gelassen. Ups. Das wirst du mir büßen. Wirklich, wir tun das. Brainstorming. Was soll's sein? Schnürsenkel zusammenbinden? Nein, zu albern. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob Jacob weiß, wie man Schnürsenkel bindet. Wahrscheinlich nicht. Abführmittel in den Drink? Das ist eine Straftat. Oh echt? Mann, ich brauche Inspiration.
Ich würde ja sagen, schreibt eure Ideen in die Kommentare, aber bis das hier online ist... Ihr habt's gehört. Sollte ich eine Serie von streichen. Nein, diese... Solche Videos wirken krass gestellt. Gott, was ist nur aus guter alter Authentizität geworden? Ihr habt's gehört, Leute. Schreibt eure Ideen, Inspirationen und Meinungen in die Kommentare. Danke schon mal dafür. Ja, nee, Jacob ist, glaube ich, gestraft genug. Dem wurde voll mit einer Flinte ins Gesicht gerotzt. Ganz aus Versehen natürlich nur. Ja. Oh, oh. Ah, oh Gott, das wäre egal gewesen, wo ich lang gehe. Da geht's trotzdem ins Baumhaus, oder wie? Oh Mann, ey, und ich mache mir da noch Gedanken drüber. Aber ja, das kann man in dem Spiel ja auch nicht wissen. Hier war jemand. Oh Gott. Warte mal, wie kann das Mr. H gewesen sein, wenn er doch in der Lodge war? Sprach der Rabe nimmermehr. Oh, Harbinger Motel? Harbinger Motel, ist es da, wo der Polizist die anderen zwei hinschicken wollte, wo wir sie nicht hin sind. Das wollen sie nicht verpassen. Ja. Das wollten die anderen zwei wahrscheinlich im Nachhinein auch nicht verpassen, weil dann hätten sie vielleicht überlebt. Ich weiß aber auch gar nicht, ob man sich anders entscheiden hätte können. Wahrscheinlich nicht, oder? So, was haben wir hier noch Schönes? Bevor wir jetzt gleich sterben werden...